Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Woche im Kabeljournal, Ihrem Regionalfernsehen. 2012 ist ein ganz besonderes Jahr. Der Karl-May-Verlag feiert voller Stolz sein 100-jähriges Jubiläum. Weltweit einmalig für einen Verlag mit nur einem einzigen Autor. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Nach dem Karl-May-Jahr 2012, anlässlich des 170. Geburtstages und des 100. Todestages des in Ernsthal geborenen Abenteuerschriftstellers, spielt Karl-May auch 2013 wieder eine Hauptrolle. Wäre der Ernsthaler nicht Schriftsteller geworden, dann gäbe es nicht den Karl-May-Verlag. Der wurde vor 100 Jahren von seiner hinterbliebenen Frau Clara, dem bisherigen Hauptverleger Friedrich Ernst Fesenfeld sowie vom Juristen Euscha Albrecht Schmidt in Radebeul gegründet. Das Jubiläum war Anlass, am 24. September in der Hohenstein-Ernsthaler Karl-May-Begegnungsstätte auf die Geschichte des Verlags zurückzublicken. Am besten konnte das natürlich Bernhard Schmidt, der in dritter Generation Karl-May-Verleger ist. Von ihm erfuhren die Vortragsbesucher viele Hintergründe und auch, welche Berg- und Talfahrten es in 100 Jahren gab. Zwei Weltkriege, verschiedene politische Systeme, Umzüge. Negativ war sicherlich, dass wie eigentlich ganz Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg die Teilung Deutschlands, dass der Karl-May auch im Osten nicht mehr drucken durfte und dann umsiedeln musste. Erfreulich war dann, dass das alles geklappt hat und durch die Karl-May-Verfilmungen Karl-May immer erfolgreicher wurde, obwohl das ja vorher auch schon war, aber dann am Ende bis heute zum meistgelesenen Schriftsteller deutscher Sprache. Die Gesamtauflage von Karl-Mays gesammelten Werken stieg in dem Verlag, der seit 1959 seinen Sitz in Bamberg hat, in 100 Jahren auf 80 Millionen an. Eine Prognose, wo die Entwicklung hingeht, ist nur schwer zu stellen. Ja, wenn ich das wüsste, die Auguren haben noch nicht gesprochen, aber wir arbeiten weiter. Wir werden versuchen, so weiterzumachen wie bisher. Die Zeiten werden immer schwieriger. Die Jugend liest etwas weniger, beziehungsweise der Buchhandel lässt uns etwas im Stich. Das ist nicht so schön, aber ansonsten ist der Zuspruch generell zu Karl-May noch sehr groß. Der Verlag hat frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und produziert nicht mehr nur das klassische Buch aus Papier. Es gibt E-Books, es gibt Hörbücher, also es gibt eigentlich fast alles. Videospiele machen wir nicht selber, Computerspiele, da sind wir nicht in der Lage dazu. Aber alles andere haben wir uns eigentlich immer up-to-date mit angeschlossen. Neben den gesammelten Werken von Karl-May veröffentlicht der Verlag auch die Werke von Autoren, die sich Karl-May widmen. Mit dem Schriftsteller beschäftigt hat sich der 1976 verstorbene Hans Zesewitz. Der Lehrer und spätere Stadtarchivar von Hohenstein-Ernsthal gilt als Begründer der Karl-May-Forschung. Mit der Verlegerfamilie Schmidt war er freundschaftlich verbunden, wie zahlreiche Briefe belegen. Einen übereignete Bernhard Schmidt am 24. September dem Hohenstein-Ernsthaler Karl-May-Haus. Und zwar ist das ein besonderer Brief, denn es ist nicht der erste und gar nicht der erste, waren eigentlich, glaube ich, einige vorher. Am 18.04.1921 hat Hans Zesewitz an meinen Großvater Dr. Schmidt, sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, geschrieben. Da steht noch das Datum 20.04., da ist er wahrscheinlich eingetroffen, mindestens gelesen worden. Und dieser Brief hat die Besonderheit, dass hierin steht, nämlich das Forschungsergebnis von Hans Zesewitz, dass hier gegenüber sich das Karl-May-Geburtshaus befindet, was vorher wohl nicht bekannt war oder nicht bestätigt war. Im Archiv des Karl-May-Hauses gibt es bereits zahlreiche Dokumente von Hans Zesewitz. Über den Brief freut sich André Neubert, der Leiter des Karl-May-Hauses, ganz besonders. Aber sicherlich eine große Rolle auch dabei spielen, wenn wir natürlich hier das Erbe und die Geschichte zwischen Karl-May-Verlag und Hohenstein-Ernsthal, speziell dem Karl-May-Haus, zukünftig dokumentieren werden. Das Material gibt es her, es wird uns sehr viel abverlangen. Es macht einfach nur Spaß und Freude auf den Spuren, dieser Altvorderen zu wandern. Was wir heute ratzfatz mal am Telefon abhandeln, wurde damals alles schriftlich gemacht. Also die zu erwartende, sagen wir, Informationsfülle ist doch gigantisch. Stellenweise waren die Briefe aller zwei Tage, manchmal haben sie sich überschnitten. Also ich bin froher Erwartung. Bis Jahresende gibt es noch vieles mehr in Hohenstein-Ernsthal in Sachen Karl-May. Vormerken sollte man sich den 1. Dezember. Um 10 Uhr wird in der Begegnungsstätte die Sonderausstellung Abenteuer Mosaik, die Digidax in Karl-Mays Traumwelten eröffnet.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Motorgeräte Poch in Königshain. Ihr Fachgeschäft für Elektrogeräte, Garten-, Forst- und Reinigungstechnik. In unserem Sortiment finden Sie Produkte von namhaften Markenherstellern. Eine fachgerechte Beratung, Anlieferung und ein ausgezeichneter Werkstattservice ist für uns selbstverständlich. Bei uns erhalten Sie alles, was das Arbeiten rund um Haus, Hof und Garten erleichtert. Außerdem finden Sie hier eine große Auswahl an Brennholzsägen der Marke Wiedel, Husqvarna Motorsägen und Holzspalter. Damit bekommen Sie jeden Stamm klein. Motorgeräte Poch in Königshain. Liebe Zuschauer, am Samstag, den 19. Oktober um 15 Uhr kommt Martina Rellin mit ihren erfolgreichen Büchern Göttergarten, Klar bin ich eine Ostfrau und Ich habe einen Liebhaber zum Wolkenburger Literaturgespräch in den Festsaal von Schloss Wolkenburg. Karten gibt's für 5 Euro in der Stadtbibliothek Limbach oder im Schloss Wolkenburg. Mehr Nachrichten aus der Region hat jetzt für Sie mein Kollege Gunnar Baumann. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von der Volksbank Mittleres Erzgebirge, die Bank der Region. Für Sie vor Ort in Flöha, Oederan, Eppendorf, Schellenberg und Niederwiesa. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten im Kabeljournal. In Frankenberg können die sogenannten Ehrenamtskarten ab sofort beantragt werden. Mit ihnen soll die ehrenamtliche Tätigkeit gewürdigt werden. Neben sachsenweiten Angeboten gibt es für die Besitzer der Karte auch in Frankenberg Vergünstigungen, so zum Beispiel unter anderem freien Eintritt in das Museum Rittergut und den Erlass der Jahresgebühr für die Nutzung der Bibliothek. Vereinsvertreter können als Dank an ihre ehrenamtlich tätigen Mitglieder Anträge für die Ehrenamtskarte stellen. Die Anträge sowie weitere Informationen gibt es online, unter anderem auf der Internetseite der Stadt Frankenberg. Flöha. Zum wiederholten Male hatten sich die Flöha Stadträte Barbara Fahland eingeladen. Die Projektsteuerin der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH, kurz DEGES, sollte Rede und Antwort zu den Lärmschutzmaßnahmen an der neuen Umgehungsstraße stehen. Viele Anwohner hatten sich über die zu hohe Geräuschbelastung an der Neubaustrecke beschwert. Nach einer ausführlichen physikalischen Definition von Schall ging die Ingenieurin auf die Beschwerden der Bürger ein. Sie führte aus, dass die rein rechnerisch ermittelte Lärmbelastung unter den vom Gesetzgeber festgelegten Richtwerten liegt, die aufgestellten Schallschutzwände also völlig ausreichend sind. Auch eine Schallmessung vor Ort wird es nicht geben, weil die Bundesemissionsschutzverordnung keine Messungen vorsieht, so die Projektsteuerin. Nach ihren für viele Flöher Bürger unbefriedigenden Einlassungen verließ Barbara Fahland die Sitzung, sehr zum Unmut einiger Stadträte. Des Weiteren wurde auf der Stadtratssitzung beschlossen, dass die Stadt Flöha dem neu zu gründenden Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha und Tschuppautal beitritt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Region auch weiterhin von Fördermitteln der Europäischen Union profitieren kann. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Vergabe des Auftrages für den Rückbau des ehemaligen Firmensitzes der Betonstein Flöha GmbH in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Den Zuschlag erhielt die Firma Püschmann aus Lugau. Das Betriebsgelände soll zu einer Grünfläche umgestaltet werden. Ebenfalls beschlossen die Stadträte einer jungen Familie, die Familieneigenheimförderung zu gewähren. Die Polizei in Mittelsachsen warnt Kleingartenbesitzer vor Einbrechern in der kalten Jahreszeit.
Nach Aussage der Beamten sollten daher Türen und Fenster der Gartenlauben ausreichend gesichert werden. Zudem wird empfohlen, teure und leicht abzutransportierende Gegenstände an einen sicheren Ort zu bringen. Hin und wieder sollte der Garten auch im Winter kontrolliert werden. Sollte es zu einem Einbruch gekommen sein, darf nichts verändert werden und auf alle Fälle ist die Polizei zu informieren. Bei Fragen kann man sich an die polizeiliche Beratungsstelle Chemnitz wenden. Schellenberg. Am 28. und 29. September lud die Landtechnik Nürnberger GmbH zum 12. Traktor- und Oldtimer-Treffen ein. Schönstes Herbstwetter lockte zahlreiche Besucher an. Diese konnten eine große Anzahl von den in die Jahre gekommenen Schleppern bestaunen. Viele der historischen Landmaschinen versehen auch heute noch ihren Dienst. Wie dieser RS-01, der 1955 im Schlepperwerk Nordhausen gebaut wurde. Den Traktor hat unsere Firma Anfang der 70er Jahre gekauft. Zuvor ist er als Rückentraktor im Forst Flair gelaufen. Und wir haben ihn dann im Sägewerk weiter benutzt. Er hat viele Jahre uns treue Dienste erwiesen. Und wenn wir mal einen Baum fällen müssen, dann nehmen wir natürlich die Seilwinde auch noch. Gerade wenn es darum ging, Bäume im Ort punktgenau zu fällen, dann ist so eine Seilwinde absolut das, was sein muss. Auch dieser 56 Jahre alte Deutz leistet heute noch seinem Besitzer gute Dienste in der Landwirtschaft. Zum Holz machen und so. Und Wiese mähen haben wir dann 2008 gekauft. Und hier habe ich schon ein paar Jahre. Das ist ein Deutz, Baujahr 1957 mit 18 PS, 2-Zylinder luftgekühlter Motor. Und ich bin ganz zufrieden damit. Der Motor ist ganz robust, der geht kaum kaputt. Bleibt abzuwarten, ob man das von diesen Maschinen in 50 Jahren auch sagen kann. Doch nicht nur alte Landtechnik konnte von den zahlreichen Besuchern besichtigt werden. Alte Obstsorten wurden ebenfalls ausgestellt. Deren Erhaltung hat sich der Landschaftspflegeverband Mulde Flöha e.V. zur Aufgabe gemacht. Wir bereiten verschiedene Veranstaltungen im Landkreis Mittelsachsen vor. Wir organisieren verschiedene Events, wo dann auch die Obstsortenbestimmung mit stattfindet durch einen Pomologen, um auch der Bevölkerung die Bedeutung der Streuobstwiesen nicht nur für den Naturschutz, sondern auch in Richtung Landschaftsbild zur Bewahrung der Kulturlandschaft aufzuzeigen, den Wert mal zu verdeutlichen. Das Obst, welches auf den alten Streuobstwiesen wächst, ist meist viel gesünder als das aus dem Supermarkt, erklärt der Pomologe. Die Plantagensorten sind in der Regel nicht so vitaminhaltig. Außerdem sind sie mindestens 12 bis 15 Mal im Jahr gespritzt, um Schädlinge zu vertreiben. Wenn man im Garten Obst anpflanzt, muss man mit Schorf rechnen. Das sind die typischen Flecke, Pilzflecke, die hier zu sehen sind. Die kann man mitessen, aber in Geschäften entscheidet die Kundschaft, welche Äpfel gekauft werden. Und die schönsten Äpfel werden nur gekauft, die ein bisschen hässlich aussehen, aber vitaminreicher und würziger sind. Die bleiben leider in den Läden liegen und deshalb lohnt es sich nicht, die zu vermarkten. Für Essen und Trinken war beim 12. Traktor- und Oldtimer-Treffen natürlich auch gesorgt und an die kleinen Gäste wurde ebenfalls gedacht. Die Besucher, die mehr auf Action stehen, waren beim Rasenmäher-Traktorrennen genau richtig. Das abgeerntete Getreidefeld wurde zum Austragungsort packender Rennen, bei denen sich die Piloten auf ihren getunten Gartenhelfern rasante Duelle lieferten. Praxisberater werden künftig auch in Mittelsachsen Oberschulen bei der Berufsorientierung unterstützen. Laut Kultusministerium starten dafür Praxisberater im kommenden Jahr mit ihrer Arbeit an 50 Projektschulen im Freistaat. Wie es weiter heißt, sollen die Experten die Oberschulen bei der Berufs- und Studienorientierung unterstützen und die Schüler optimal auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten. Ziel des Projektes ist es, die individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers noch passgenauer zu gestalten. Für jede Projektschule steht ein Praxisberater zur Verfügung. Dazu gehört auch die Friedrich-Gottlob-Keller-Oberschule in Hainichen.
Frankenberg. Im Welttheater startete am 28. September wieder ein Kinotag. Während der Sommerpause wurde im Kino, das von einem Verein betrieben wird, einiges gebaut. Der Bühnenbogen erhielt einen neuen Anstrich. Die Tonanlage erfuhr ebenfalls eine Erneuerung. Das wurde jetzt mit den Zuschauern gefeiert. Der Kinovereinsvorsitzende Falk-Uwe Langer zeigt in einer Beamer-Präsentation den Werdegang des 1937 eröffneten Lichtspielhauses. Die Zuschauer konnten sehen, wie viel ehrenamtliche Arbeit von den Vereinsmitgliedern geleistet wurde, um die Spielstätte am Leben zu erhalten. Neue Helfer sind dem Verein jederzeit willkommen. Bei uns ist jeder willkommen, von der Hausfrau über den Techniker bis hin zum Rentner oder dem Jugendlichen, der sich einfach für Kino und Filmkunst interessiert. Bei uns wird Kuchen gebacken im Rahmen der Veranstaltungen, es werden Filme vorgestellt, es wird die Technik sehr gut betreut und gepflegt. Und natürlich gibt es auch Leute, die sich ganz einfach für Filme interessieren. Und deshalb haben wir auch Sonderveranstaltungen, wie beispielsweise unsere Kurzfilmtage, wo wir auch etwas Außergewöhnliches vorbringen, was es in Sachsen sonst nicht gibt. Das Kulturprogramm zur Wiedereröffnung nach der Sommerpause gestalteten Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins, wie die Theatergruppe Teil vom Ganzen, die im Welttheater eine neue Spielstätte gefunden hat. Besonders stolz ist man bei den ehrenamtlichen Kinobetreibern auf die historische Filmvorführmaschine. Das Herz unseres Kinos ist natürlich die Ernemann-Maschine, hergestellt in Dresden. Und sie ist aber zu uns gekommen, nachdem sie ursprünglich in dem Stadtpark von Limbach-Oberfrohna in einer Freilichtbühne montiert war. Diese Freilichtbühne war allerdings dann in die Jahre gekommen und nicht mehr benutzbar. Und so haben wir sie vor Ort abgebaut, die ganze Maschine, und hier wieder zusammengesetzt. Eine Heidenarbeit, die sich aber gelohnt hat, denn wo wird heute in Sachsen noch mit einer historischen Ernemann projiziert? Die Ernemann-Maschine kam am Kinotag natürlich auch gleich zum Einsatz. Für die Kinder gab es Spuk im Hochhaus zu sehen und am Abend wurde für die Erwachsenen Bonnie und Clyde gezeigt. Sachsens Landwirtschaftsminister Frank Kupfer begrüßt die Einigung zur künftigen europäischen Agrarpolitik auf Europaebene. Nach seinen Worten wird damit nun der Weg frei, um auf der Basis der Brüsseler Beschlüsse auch in Deutschland die erforderlichen Regelungen herbeizuführen. Kupfer zeigte sich erleichtert, dass die auf EU-Ebene ausgehandelten Regelungen keine einseitige Kürzung der Direktzahlungen für große Agrarbetriebe zwingend vorschreiben. Wie er weiter sagte, hätte eine solche Regelung insbesondere die Agrarbetriebe in Ostdeutschland hart getroffen. Stattdessen können die Mitgliedstaaten die jeweils ersten Hektare jedes Betriebes höher fördern und dafür 5% der nationalen Direktzahlungen einsetzen. Flöha. Ein Bürger macht sich Gedanken um seine Stadt. Jürgen Werner möchte, dass Flöha nicht zur Schlafstadt verkommt und regt eine Zukunftswerkstatt an. Dabei setzt er auf die Eigeninitiative der Bevölkerung. Der Elektromeister hat deshalb einen Fragebogen entworfen, mit dem er sich an die Einwohner der Stadt wendet. Die Idee dazu kam ihm im letzten Jahr. Ich hatte vergangenes Jahr eine Einladung zum Bürgerkompass nach Dresden. Das war hier vom Thielich aus, vom Ministerpräsidenten, wo er die Leute fragen wollte, was so für Vorstellungen sind hier im Raum Sachsen, was schlecht ist, was gut ist, was verbessert werden kann. Und das waren eben aus dem ganzen Gebiet Leute von 20 bis 70. So, und da kam ja dann die Idee, so was kannst du ja hier auch mal machen für Flöha. Und da habe ich dann so eine Liste aufgestellt mit meiner Tochter zusammen. Die Leute können ja ihre Meinung anonym dort eintragen. Die ausgefüllte Liste kann dann anonym im Rathaus abgegeben werden oder man steckt den Fragebogen in den Briefkasten am Rathaus. Jürgen Werner möchte mehr kulturelle Angebote, um die Attraktivität der Stadt für die Einwohner zu verbessern. Früher läuft der Sport, der läuft optimal, aber es sind ja nicht alle Sportler. Und für die Älteren ist ja im Prinzip nicht allzu viel los. Aber es kann ja nicht bloß eine Sportstadt sein, Flöha. Es gibt auch andere Bereiche noch. Und vor Jahren hat es ja schon mal geklappt. 1995 war ein großes Kultur- und Sportfest. Und da war allerhand los. In anderen Orten geht es auch. Und aus dem Grunde könnte ja auch ein bisschen mehr in der Beziehung getan werden. Jetzt hofft der 62-Jährige, dass sich viele Flöhaer Bürger an der Fragebogenaktion beteiligen. Das Formular lässt sich auf der Webseite der Stadt unter www.flöha.de herunterladen. Gemeinsam mit der Bildungsagentur veranstaltet das Landratsamt Mittelsachsen in Freiberg eine Fachtagung zur Entwicklung von Kindern. Das Ganze findet am 2. November im beruflichen Schulzentrum Julius Weißbach statt und trägt den Titel »Ihr macht das schon«.
Die Tagung beschäftigt sich mit dem sprachlichen Entwicklungsprozess von Kindern. Zielgruppe sind Mitarbeiter von Kindergärten und Schulen. Eine Anmeldung ist bis zum 11. Oktober im Landratsamt möglich. Frankenberg. Heiße Latino-Rhythmen lockten wieder viele Tanz- und Fitnessbegeisterte ins Kulturforum Stadtpark. Angeleitet von Zumba-Instruktorin Nicole Kneschke wurde im Takt mitreißende lateinamerikanischer Musik getanzt und geschwitzt. Zumba ist ein Fitnesskonzept, welches Aerobic mit lateinamerikanischen sowie internationalen Tänzen kombiniert. Dabei werden die Tanzschritte des jeweiligen Musikstils mit sportlichen Elementen verbunden. Für Nicole Kneschke die ideale Art, Sport und Lebensfreude zusammenzubringen. Ich habe lange gesucht nach einer Sportart, die mit Musik so verbunden ist, dass man viele Variationen hat, dass man viele Möglichkeiten hat. Und genau das ist Zumba. Also von Tango über Merengue, über Samba, Salsa, da kommt alle möglichen Stilen von Tanzen. Wir haben Hip-Hop drin, also ist es auch was für Kinder. Kinder liegen der Tanz- und Fitnesstrainerin besonders am Herzen. Darum engagiert sich die gebürtige Tschechin in ihrer Wahlheimat Hainichen auch sozial. Das ist halt, dass wir uns sehr viel engagieren, auch mit Kindern und machen viel in Hainichen für Kinder, bauen mit dem auf. Durch Zumba kann man viele neue Projekte starten, wo man auch Gelder sammeln kann. Wir haben letztes Jahr einen Spielplatz in Hainichen erneuert. Dabei haben mir die Kinder geholfen. Das war ganz toll gewesen. Mit Zumba etwas Gutes getan haben sich auch die ca. 80 Frauen und Mädchen. In den 2 Stunden des Tanzmarathons hat laut Fachleuten jede zwischen 800 und 2000 Kalorien verbrannt. Und wer zu Weihnachten richtig schlemmen will, der sollte am 16. November ins Sportforum an der Pflaumenallee nach Hainichen kommen. Dort steigt dann ein großes Zumba-Event mit 6 Trainern aus ganz Sachsen. In Frankenberg beginnt Mitte Oktober die Schulanmeldung für die evangelische Grundschule St. Katharina. Eltern, die ihre Kinder zum Schuljahresbeginn 2014 dort einschulen möchten, können sie am 10. und 15. Oktober dieses Jahres anmelden. Jeweils von 8 bis 18 Uhr ist das im Sekretariat der evangelischen Grundschule im Bildungszentrum Frankenberg, Max-Kästner-Straße 21 möglich. Schulpflichtig sind Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 30. Juni 2008 geboren wurden. Zur Anmeldung ist die Geburtsurkunde mitzubringen. Im Kampf gegen den Christelschmuggel an der deutsch-tschechischen Grenze schaltet der Zoll in Sachsen ab sofort noch einen Gang höher. Dabei setzt die Zollverhandlung im Freistaat auch weiterhin auf länderübergreifende Zusammenarbeit mit Bayern und der Tschechischen Republik. Denn im bundesweiten Vergleich stellen Sachsen und Bayern die größten Brennpunkte der Designerdroge dar. Ursache hierfür ist die Tatsache, dass Christel unmittelbar hinter der deutsch-tschechischen Grenze hergestellt und auch vertrieben wird. Auf den sogenannten vietnamesischen Grenzmärkten kann man heutzutage leider sehr leicht, ohne Aufwand und für wenig Geld Christel erhalten. Mit der Sonderkommission Christel verstärkt der Zoll ab sofort die rasche und wirksame Durchführung der Ermittlungsverfahren, um auch zukünftig der Ausbreitung des synthetischen Rauschgifts Parole zu bieten. Und so stapeln sich auch in der Asservatenkammer des Dresdner Hauptzollamtes zahllose Umschläge mit beschlagnahmtem Christel. Dabei wird die Designerdroge als besonders gefährlich eingestuft. Christel ist wirklich zurzeit das gefährlichste Betäubungsmittel auf dem deutschen Markt. Gefährlich wird Christel aufgrund der Tatsache, dass es, so wie es hier auch angeboten wird durch die vietnamesischen Händler, einen sehr, sehr hohen Wirkstoffgehalt hat. Das heißt, wir sprechen hier von einer Konzentration zwischen 80% und 90%, was letztendlich dazu führt, dass es sehr schnell zu einer Abhängigkeit kommt. Viele Betroffene berichten, dass sie schon nach dem ersten Konsum abhängig wurden. Und damit in Zusammenhang steht natürlich auch die verheerende gesundheitliche Auswirkung. 23 spezialisierte Ermittler sollen nun länderübergreifende Erkenntnisse zusammenführen und mehr Licht in das Dunkel des Christelschmuggels bringen.
Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Liebe Zuschauer, in der vergangenen Woche hatte ich es bereits angekündigt. In dieser Woche wird wieder richtig lecker und gesund gekocht. Schauen Sie mal, was der Patrick und ich gezaubert haben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie aus dem K&W Küchenstudio in Lugau auf der unteren Hauptstraße 10. Und der Patrick, den habe ich breit geschlagen. Ich habe mir gewünscht, Holundersuppe. Patrick, ich habe extra gesammelt, wunderschönen ja. Holunder. Wie geht's jetzt weiter? Ja, wir machen eine Holunder-Apfelsuppe, machen wir heute mit Croutons. Dazu müssen wir erstmal den Holunder vom Stiel kriegen. Dann machen wir hier am besten mit einer Gabel, geht man hier ganz vorsichtig so dazwischen und dann fällt das schon in den Topf. Ne? Der ist natürlich vorher gewaschen. Ne? Das ist ja, also klar. Den habe ich natürlich gewaschen, eine Stunde sogar gewässert. Das ist eine schöne Aufgabe. Stunden später, liebe Zuschauer. Genau, das ist so eine Aufgabe. Für wie viel Liter brauche ich denn, wenn ich jetzt sage, ich will eine Suppe für 3 Personen, wie viel Holunder brauche ich denn dann? Für 3 Personen? Ja, brauchen wir ungefähr einen Liter. Das wird ein halbes Kilo wird das sein ungefähr. Das ist viel schwerer, das ist bestimmt. Ja, das bestimmt, sind mehr, also. Das sind auf jeden Fall mehr. Wir hatten wenn du noch eine Gabel hättest, würde ich dir doch mithelfen. Ja. Ich wollte es eigentlich nie machen wegen der Flecken, aber die Flecken kriegt man nicht von den Beeren, sondern von der Schale. Hat mir die Frau Striegler verraten, das habe ich natürlich auch nie gewusst. Und wenn wir das jetzt so weghalten von uns, dann trifft uns ja das auch nicht. Wenn es uns nicht trifft, ist ja alles gut. Es geht ja mehr in den Topf rein. Also haben wir heute so ein richtig vegetarisches, gesundes Essen. Ja. Ich habe nämlich als Kind bei meiner Oma mal Holundersuppe gegessen. Aber leider ist meine Oma mittlerweile so alt, die weiß nicht mehr, wie sie die gemacht hat. Und da habe ich gedacht, wofür habe ich denn so einen Patrick, der da Koch gelernt hat? Lernt man das in der Kochschule eigentlich auch? Holundersuppe? Ja. Nee. Also das lernt man da nicht. Habe ich in der Ausbildung nie gehabt. Da hatte ich die Frau Striegler bestimmt erst drauf gebracht, ne? Ja, also wir haben ja doch jede Menge Holunder. Weiß ich doch, wir waren doch voriges Jahr auch schon in die Holunder, ne? Ganz natürlich. Genau, ganz natürlich haben wir ja auch schon mit Holunder verschiedene Sachen angestellt. Ich bin gespannt. Ja. Also das nächste Mal wünsche ich mir den schon nur die Kugeln. Ja, das ist ja eine schöne Lehrlingsaufgabe ist das. Vielen Dank. Kann man die... Schieß mal ein paar mit weg. Aber hier sind ja doch Stiele mit drin. Da kann man das Feingefühl ein bisschen trainieren. Was passiert denn damit, wenn jetzt so ein paar Stiele mit drin sind? Können wir die mit essen? Ja, die essen wir ja so und so nicht mit. Ach, die essen wir nicht mit. Weil das ist ja eine Suppe und die tun wir ja kochen, sonst wäre der ja nicht genießbar, sag ich. Aha. Also der ist ja giftig eigentlich. Und wenn man den kocht, verliert er das. Wir brauchen ja bloß den Saft an sich. Ja, also die Stiele und so, das ist genauso wie wenn man den Apfel nachher macht. Aber da könnten wir doch jetzt alles hier reinkrachen, fertig, bumm. Ja, also gar so viele Stiele will man dann auch nicht haben. Liebe Zuschauer, was ich mir nicht überlegt hatte mit den Holundern, dass die alle vom Stängel ab müssen. Also das ist schon ein kleines bisschen mühselige Arbeit. Ne? Mhm. Der Patrick hat auch gedacht, ich bringe sie gezupft mit und ich habe gedacht, der Patrick hat da sicherlich einen Trick, das geht ganz fix. Wir haben es geschafft mit der Hilfe von der Ute und wir haben es gekocht und wir haben einen Apfel reingeschnitten. Ja. Und warum? Na, wegen der Bindung, also dass man das... ein bisschen mehr Substanz haben, weil wenn wir jetzt einfach den Holundersaft einfach bloß durchlassen, dann ist der ganz, ganz flüssig. Und wenn wir den jetzt dann noch einreduzieren würden, das würde ja dann noch mal länger dauern. Und dann haben wir noch einen anderen Geschmack auch mit drin durch den Apfel. Aber hauptsächlich, dass halt der Apfel, da, wenn wir den so durchpressen, dass da ein bisschen mehr Substanz reinkommt.
Also es riecht super, super lecker, muss ich sagen. Patrick, während du weiter die Croutons schneidest, erzähle ich dir was aus dem K&W Küchenstudio. Denn, liebe Zuschauer, hier gibt es unglaubliche Neuigkeiten, nämlich Nischenrückwände jetzt beleuchtet für ein neues, perfektes Ambiente in ihrer Küche. Heißt, sie können sich hier wunderschöne Materialien, zum Beispiel Bond-Dekor, das ist ganz leicht und das ist so ähnlich gemacht wie die Verkehrsschilder. Oder aber, das ist schwer, Keramik. Einfach so an die Wand hier hinten dran und das ist beleuchtet. Mhm. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und du kannst es auch für Bäder verwenden. Ja. Und da habe ich was Grandioses für dich gefunden. Somit kannst du gänzlich neue Bilderwelten erstellen. Guck mal, für dich vielleicht eine nackte Frau im Bad. Naja. Die Ute, die kriegt jungen Mann. Und wenn dir das aber nicht gefällt, kannst du natürlich jede Menge andere Dekore wählen. Also es gibt da ganz viele, viele Möglichkeiten. Das sieht zum Beispiel auch sehr hübsch aus. Ja. Aber wenn du deine Freundin gerne lebensgroß im Bad hättest, nackt oder angezogen, geht alles, liebe Zuschauer. Kommen Sie hier vorbei im K&W Küchenstudio. Sie können Ihre eigenen Bilder mitbringen und somit können Sie neue Bilderwelten erstellen. Nicht nur in der Küche, auch im Bad. Und ganz neu, von der Messe eingetroffen, Kühlgeräte mit 3x A+. Also die verbrauchen quasi überhaupt keinen Strom mehr. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, liebe Zuschauer, schauen Sie hier vorbei im K&W Küchenstudio in Luga auf der unteren Hauptstraße 10. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Lugau, untere Hauptstraße 10. Wir machen Ihr Bad lebendig mit dekorativen Motiven für den modernen Sanitärbereich. Dekorkeramik oder Dekorglas sorgt für hohe Hygienestandards durch die Vermeidung von Fugen. Außerdem ergeben sich viele neue Gestaltungsmöglichkeiten. Es steht eine Vielzahl an Motiven zur Auswahl. Auf Wunsch sind auch individuelle Dekore möglich. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Lugau, untere Hauptstraße 10. So Patrick, jetzt ist unsere Suppe schon so, die sieht richtig gut aus und die duftet sensationell. Wie geht's denn jetzt weiter mit unserer Suppe? Die tun wir jetzt pürieren. Ja. Wir nicht, du. Ich gehe schon mal außer in Deckung. Oder? Ich habe hier mal so einen Schutz. Darf man nur anmachen hier, wenn das schon drin ist. Ne? Ansonsten was farbenfroh. Ja. Genau. Also farbenfroh sieht es auch aus. Also sieht wirklich schön aus. Und ist dir überhaupt aufgefallen, ich habe mir extra passend zum Holunder die Haare färben lassen. Ne? Bin mit den Holunderbeeren zum Friseur und habe gesagt, so müssen sie werden. Das wird dann noch ein bisschen heller, weil wir machen ja dann noch Sahne mit dran. Und reichlich, wie ich sehen kann. Ja, müssen wir dann mal so sehen, viel? Wie viel. Ich habe gedacht, es wird mehr von der Menge her. Das war so ein ganzer Gartenzaun. Ich habe gedacht, es wird mehr, ne? Ja. Aber die Kote hat wieder zu wenig gesammelt. Naja. Ich habe auch gedacht, es wird mehr. Ja. Ich dachte, da werden meine Kinder noch 5 Wochen von satt. So. Ne? Jetzt haben wir schon eine gewisse Konsistenz. Gibt es eigentlich Holunder auch bei euch auf der Karte? Noch nicht, weil wir noch keine Beeren hatten, aber jetzt haben wir Beeren und da wollen wir demnächst das im Dessert mit verarbeiten. Und zwar machen wir da ein Holunder-Törtchen oder ein Duett vom Holunder. Und zwar machen wir da ein Törtchen aus der Blüte und aus der Beere. Da haben wir ja schon Holunder-Sirup gemacht aus der Blüte und jetzt haben wir noch die Beeren und da machen wir ein helles und ein dunkles Mousse quasi und das tun wir halt schichten zwischen ein Biskuit und dann haben wir ein schönes Törtchen. Das könnten wir auch mal machen in unserer Kochsendung. Das haben wir, glaube ich, dürfen noch wir das auch? Natürlich dürfen wir das. Weil immer gesagt wird, also wir dürfen erstmal alles. Das ist ja schön. Ne? Also da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Es muss lecker sein. Ja, ja, das ist lecker. Das Holunder-Törtchen. Also das passt so. Jetzt rühre ich das mal so ein bisschen durch. Gibt es sonst noch irgendwelche Highlights bei euch? Gibt es was Neues im Hotel? Ja, wir haben eine neue Karte. Okay, was steht denn da so drauf? Ja, da haben wir zum Beispiel Pilze, weil es Saisonkarte. Schön Steinpilze und Maronen. Dieses Jahr ist gar nicht so viel mit Pilzen, ne? Wachsen gar nicht so viele.
Ja, das wegen dem Wetter, aber wenn das jetzt so weiter regnet und dann wird da ein bisschen Sonne kommen, wenn sich das so ein bisschen abwechseln, könnte es vielleicht noch was werden. Du hoffst quasi noch auf Sonne, okay? Aber ansonsten haben wir auch Kürbis auf der Karte. Ja, und Semmelknödel. Und Wild geht ja jetzt Wild, auch so, die ja, wilde genau, Zeit. Ja, genau, wir haben ja Wildragout, Rehkeulenbraten, ja, haben wir Rotkohl. Das muss man ein bisschen durchdrücken, dass man ein bisschen was... Also da kommt man schneller mit einer schnellen Lotte, mit einer flotten Lotte, oder? Ja, aber ob das dann, ich denke mal, das wird dann zu sehr spritzen, denke ich mal. Wenn man da eine flotte Lotte hat. Für den Apfel, ja, aber ich weiß nicht. Oder wenn man es irgendwie durchdrückt. Also. Ah, er macht es schneller. Guck an. Und? Weil normal bleiben dann bloß die Kerneln übrig. Also das raschelt ja jetzt schon. Ja. Ah. Und am Ende bleibt eigentlich bloß das Feste. Der erste Teller ist quasi fertig. Deshalb die viele Sahne, liebe Zuschauer, damit wir was auf dem Teller haben. Also ich habe echt gedacht, das ist mehr. Ja, das ist halt, man hat halt dann immer Verlust. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist ja, aber ich habe es noch nie gemacht. Ist halt die Schale, ich habe gedacht, nicht Mensch, mehr dabei die große Tüte. Ja. Die ganzen Feststoffe bleiben. Das ist halt wirklich bloß der Geschmack, den wir da, den Saft und den Geschmack, den wir da hier rausdrücken wollen. Na? Man kann es auch noch ganz verrückt machen, indem man hier so ein Mikrosieb nimmt. Ja, dann hat man natürlich den Saft noch. Da müsste man dann wahrscheinlich mit Stärke noch abbinden. Ja, das mit den... So. Hab ich getroffen. Voll. Das tut mir ja leid. Aber es passt ja zur Haarfarbe. Ja. Hab ich ein Glück. Irgendwie kriegt man es wieder raus. Weil Holunder färbt auch sehr gut. Ja, schön. Dann kriege ich von dir was zum Neues zum Anziehen. Okay. Warum habe ich nichts Weißes angezogen? Willst du nochmal? Ja. Also das nächste Mal brauche ich eine Kochschürze. Kann man das jetzt eigentlich schon mal kosten? Jetzt? Hm? Ja, das ist jetzt pur ohne irgendwie Gewürze. Ach, wir haben heute erstmal keine Löffel, wir haben heute Gabeln. Ich habe einen gefunden. Doch, Löffel haben wir hier hinten. Haben wir da. Jetzt ist hier noch nichts dran, außer Apfel und Holunder. Und ich, liebe Zuschauer, muss das jetzt kosten? Ja, das wird ein bisschen bitter. Also nicht süß. Nee, süß ist nicht, es ist so ein bisschen säuerlich. Ja, genau. Aber es ist nicht eklig, schmeckt gut. Mhm. Und jetzt Vanillezucker da rein, perfekt. Mehr muss man doch auch nicht reinmachen, oder? Muss man unbedingt Sahne oder machst du das jetzt nur zum Verfeinern rein? Ich mach das jetzt nur zum Verfeinern. Weil mir schmeckt es auch so. Ja. Also noch ein bisschen Zucker vielleicht. Ja, dann ist es halt relativ dünn, ne? Ja. Dann müsste man es halt abbinden, weil die Sahne, die gibt ja auch noch mal ein bisschen mehr eine Brühe. Dicker. So, und jetzt vom Holunder weg zu den Kartoffeln. Ja. Es gibt bei euch wieder ein Kartoffelbuffet am 13. Ja. Oktober. Ja. Genau, da waren wir, hoppala, da waren wir gestern erst uns Ideen holen auf dem Hof. Die tun da so über 500 Jahre alte Kartoffeln anbauen. Also die haben da viele verschiedene Sorten und wollen die Vielfalt den Leuten wieder näher bringen. Ich dachte schon, 500 Jahre alte Kartoffeln essen. Ja. Genau. Das ist bestimmt interessant. Und da haben wir halt so eine Verkostung gehabt und es war schon interessant, wie verschieden die Kartoffeln doch schmecken können. Mhm. Ja. Und das alles gibt es zu eurem Buffet? Genau, und da kann ich mir dann verschiedene Varianten auch von so eine Art Verkostung machen. Mhm. Das heißt, wir machen einfach die Kartoffel gedämpft, ne, weil da bleiben die ganzen Inhaltsstoffe alles noch drin, als wenn wir die jetzt im Wasser kochen. Und machen da einen Quark oder einen Frischkäse dazu, wer das möchte. Und dann tun wir die einfach so als Pellkartoffel und dann kann man wirklich mal... Du musst so damit umgehen, ich möchte nicht noch mehr Flecken haben, wollen wir noch mehr reinmachen? Dann kann man wirklich mal die pure Kartoffel schmecken. Ja. Das werden wir dann mit integrieren. Ja, sag ich jetzt mal. Bitteschön. Ja. So. Natürlich wird da Kartoffel in verschiedenen Varianten geben. Das Bewusstsein, dass es viele verschiedene Sorten halt gibt und dass wirklich jeder anders schmeckt,
Das wird er ins Gedächtnis rufen und das ist halt nicht wie im Supermarkt E2-Sorten nur geben muss oder so. Im Supermarkt habe ich das Gefühl, schmeckt auch jede Kartoffel genau, wie das ist halt die andere. Das ist halt auf Masse und dann ist und das... Und ihr geht auf Geschmack. Dann geht es auf Geschmack, genau. So, liebe Zuschauer, mal ganz ehrlich, so habe ich es mir überhaupt nicht vorgestellt. Es ist schon eine ganz schöne Arbeit, das zu machen. Aber wir müssen jetzt was beichten. Ja, wir haben es beide heute zum ersten Mal gemacht. Ja. Und ich habe gedacht, der Patrick, die machen so viel mit Holunder im Hotelpark. Ja, aber Holunder-Suppe. Aber, liebe Zuschauer, ich kann Ihnen schon mal sagen, es ist uns gut gelungen. Von der Süße her, das kann jeder selber machen, wie er möchte. Ich mag es nicht ganz so süß. Es ist super. Da kommt ja auch noch der süße Apfel rein. Das haben wir uns jetzt spontan quasi ausgedacht, wir beide, dass wir ja noch karamellisierte Apfelscheiben mit auflegen können. Dann hast du noch so ein bisschen was dazu und schöne Buttercroutons. Genau. Das haben wir gut hingekriegt, Patrick. Ja, wunderbar. So, wir richten jetzt an, beziehungsweise du richtest an. Ja. Und das ist jetzt auch noch gesund, was wir hier gekocht haben. Natürlich. Man braucht nicht viele Zutaten. Ein bisschen Sahne, ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz. Warum kommt eigentlich in eine süße Suppe Salz rein? Das ja, weil man generell überall ein bisschen Salz ranmacht, weil das Salz halt den Geschmack noch ein bisschen rausholt. Da färbt auch die Äpfel ein bisschen rot. Also farbenmäßig ist das schon spektakulär, ne? Das muss man so sagen. Auch wenn sie die Holunderbeeren kochen und den Apfel dazu, das nimmt so eine richtig grandiose Farbe an, finde ich. Eben Hingucker. Wie meine Haare. Ich habe meine Haare auch in Holunderbeeren gefärbt. Ja. So. Oh, wie du das schön machst. Ja, man muss ja auch ein bisschen... Spektakulär. Ja. So, jetzt räumen wir zusammen und dann kommt die Ute und die macht auch was mit Holunder. Ute, heute gibt es mal keinen Wein. Bin ich auch nicht böse, immer so früh morgens Wein ist nicht schlecht, aber kann auch mal was anderes sein. Heute gibt es Tee. Ja, wir sind ja heute ganz gesund. Wir sind heute ganz gesund. Was hast du hier für einen Tee gekocht? Ich habe schon mal vorbereitet, das ist jetzt ein Rooibos-Tee. Mhm. Kannst nehmen, was dir schmeckt. Kannst einen schwarzen Tee nehmen, kannst Früchte-Tee nehmen. Ich nehme auch Rooibos. Na? Und dann hast du ja so locker schwarzen Saft mit. Ich darf jetzt mal raten und ich bin ja ein helles Köpfchen. Ich würde sagen, das Holundersaft. Genau. Das selber gemacht? Selber gemacht. Wie viel Beeren hast du gezapft für diesen Saft? Also ich habe 2,5 Kilo Beeren im Entsafter gehabt. Eine ganz schöne Menge. Und da sind ungefähr rausgekommen 1,5 Liter. Ganz einfach, ganz schnell Tee gekocht. Dann gießen wir jetzt einfach den fertigen Holundersaft rein. Man sollte eben jetzt schon an die kühleren Tage denken. Das ist so ein bisschen im Herbst, so mit der Orange da. Genau, das habe ich alles schon ein bisschen vorbereitet. Aber es ist ja auch kalt schon draußen, also. Und ich süße gerne mit Honig und nehme da den Honig, den die Bienen unseres Nachbarn produzieren. Haben wir ja schon, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja. Ja, weil das ist einfach Natur und ist lecker. Also, ist heute wirklich total gesund. Am Holundersaft selber hattest du nur ganz wenig ganz Zucker wenig dran, ne? Zucker, der ist ziemlich sauer noch. Und mir hat er geschmeckt. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Ne? Ich muss das nicht immer in Safter machen. Ich kann es genauso machen, wie ihr das hier gemacht habt. Dass ich es einfach koche und dann durch ein Sieb passiere, habe ich auch den Saft. Das ist jetzt sozusagen unser Grundstoff, mit dem wir halt dann auch weiterarbeiten, mit dem ich im Winter dann einen Holunderpunsch mache oder der Patrick dann auch weiter noch für das Parfait vielleicht noch was verwendet oder für eine Soße oder dann auch noch einen Holundersirup. Kannst du ja auch machen. Hält sich und gibt es das bei euch im Hotel auch? Ja. Also ich kann mir da auch einen Holunder-Tee bestellen. Ja. So, jetzt hast du brauchen wir noch einen Löffel. Natürlich. Der Patrick hat jede Menge vorbereitet. Das hat er gut gemacht. Danke. Erstmal ein bisschen umrühren. Also es riecht echt sensationell. Wenn wir hier noch ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen Zimt reinmachen. Genau. Es ist ja noch nie Weihnachten. Du kannst da noch Sternanis, Zimt und so weiter alles Mögliche reintun. Liebe Zuschauer, das war's schon.
Kommen Sie hier vorbei im K&W Küchenstudio und bestaunen Sie die ganzen Neuheiten. Bei euch bedanke ich mich, hat mir viel Spaß gemacht. Und Ihnen wünschen wir viel Spaß beim Nachkochen und sagen dann, schmecken lassen. Liebe Zuschauer, das war's. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen allen eine sonnige Herbstwoche. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Schalten Sie wieder rein ins Kabeljournal. Ich würde mich freuen. Tschüss.